Die Erhebung und Beisetzung der Liborius-Reliquien. Ohne einen Klang längst nicht mehr denkbar. Den Liboritusch. Das warten halt alle drauf. Für mich ist es immer ein Ereignis. Mit diesen Vorbereitungsakkorden durch die Orgel. Das ist einfach nur Gänsehaut. Jetzt geht's los. Und jetzt gleich kommt der Tusch. Seit Jahrzehnten gespielt vom Blasorchester Paderborn der Stiftungsfamilie Bahn Sozialwerk. Gemeinsam mit anderen Musikern aus umliegenden Orten. Dazu gehören auch einige Musiker der Blechwerkstatt, einem Blechbläserensemble aus Paderborn. Ich glaube, dass Blechbläsermusik grundsätzlich in der Kirche einfach gut, sehr gut klingt. Und es ist wirklich ein gutes Pendant auch zur Orgel und zum Gesang auch. Und wenn es festlich und feierlich sein soll, gehören eigentlich die Königin dazu, der Blasinstrumente. Nein, auch die Posaunen. Und es ist ja irgendwo alles dann auch geschichtlich immer schon so gewesen, dass Bläser eigentlich immer dann was Feierliches angekündigt haben. Ne? Und auch wenn der Liboritusch aus einer recht einfach zu spielenden Notenfolge besteht, die Momente, in denen der Tusch ertönt, faszinieren doch immer wieder. Es ist natürlich sehr, sehr stimmgewaltig, um nicht zu sagen laut. Aber laut muss ja nicht unbedingt negativ gemeint sein. Und ich glaube, das ist sehr beeindruckend für die Leute, die da halt im Dom sind. Ne? Da kommen wir aus. Also wenn man draußen nachher vom Liboritusch wieder rausgeht und dann kommt man draußen durch die Fußgängerzone, dann sagen die alle, super. Und wir kommen von daher und wir kommen von daher und wir kommen extra wegen dem Liboritusch. Früher 40 werden in diesem Jahr rund 25 bis 30 Blechbläser den Liboritusch bei den Feierlichkeiten im Dom spielen. Der Klang aber bleibt einzigartig. Unsere fünfte Jahreszeit in Paderborn ist halt Libori und da gehört das vielleicht auch dazu zur Eröffnung. Ja, dieses Gefühl, dass man vielleicht auch als Nichtmusiker dann hat diesen Schauer, den man dann der einem über den Rücken läuft. Ich glaube, das ist bei Nichtmusikern noch etwas mehr in diesem Fall.